Bei einem israelischen Angriff auf ein Verteilzentrum des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA in Rafah sind am Mittwoch nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 5 Palästinenser getötet worden. Wir befinden uns in einem international geschützten Hauptquartier. Wie können die Besatzungsflugzeuge einen Ort wie diesen angreifen? Wir sind wehrlose Menschen. Wir sind hier, um Hilfe für die Vertriebenen zu leisten, sagte UNRWA-Mitarbeiter Sami Abu Salim. Das israelische Militär reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage nach einem Kommentar zu dem Vorfall. Israel hatte der UNRWA kürzlich vorgeworfen, mehr als 450 Kämpfer der radikal-islamischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen zu beschäftigen. Bei dem Überfall auf Israel am 7. Oktober hatten Hamas-Kämpfer rund 1200 Menschen getötet und etwa 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Rund 130 sollen noch immer dort sein. Für einen von ihnen gibt es unterdessen keine Hoffnung mehr. Der Deutsch-Israeli Itai Chen, der auch die US-amerikanische Staatsangehörigkeit besaß, ist tot. Laut israelischen Angaben wurde der 19-Jährige, der als Soldat an der Grenze zu Gaza stationiert gewesen war, vermutlich bereits am 7. Oktober getötet und seine Leiche verschleppt. Itais Vater forderte die Hamas am Mittwoch auf, einer Waffenruhe zuzustimmen. Wir wollen eine Begräbnisstätte. Wir wollen Itai zurück und dafür brauchen wir einen Geiseldeal. Und das könnte damit beginnen, dass wir die grundlegende Würde, die jeder Mensch braucht, gewährleisten. Würde, die auch die Menschen in Gaza fordern. Seit Kriegsbeginn sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde bereits mehr als 31.000 Palästinenser durch israelische Angriffe getötet worden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Bemühungen um eine Waffenruhe, die eigentlich zum Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan in dieser Woche erreicht werden sollte, waren bislang nicht erfolgreich.